Dieser Clip zeigt das Erstellen eines Mathematikobjekts. Definieren Sie zuerst einen Menüeintrag und eine Startseite, um das Ergebnis Ihrer Berechnung darzustellen. Wählen Sie jetzt die Seite aus, klicken Sie die rechte Maustaste und gehen Sie auf Zahlenfeld einfügen. Wechseln Sie auf den Reiter Allgemein und geben Sie zusätzlich zum Platzhalter einen Text ein. Wählen Sie eine geeignete Schriftgröße und platzieren Sie das Zahlenfeld auf der Displayvorschau. Wählen Sie das Zahlenfeld in der Baumansicht, klicken Sie die rechte Maustaste und gehen Sie auf Datenpunktreferenz, um einen geeigneten Datenpunkt zu definieren. In diesem Beispiel verwenden wir ein Register zum Schreiben und Lesen der berechneten Werte. Wählen Sie den Ordner Register und klicken Sie auf den Button Neu, um das Register zu erstellen. Definieren Sie einen Namen und selektieren Sie Register erstellen. Wählen Sie jetzt den Eingangsdatenpunkt Zahlenwert Read, um ihn mit dem Zahlenfeld zu verbinden. Bestätigen Sie diese Auswahl mit dem OK-Button. Wählen Sie jetzt in der Baumansicht den Ordner Objekte, klicken Sie die rechte Maustaste und selektieren Sie Mathematikobjekt. Wählen Sie jetzt einen oder mehrere Eingangsdatenpunkte, indem Sie Formel 1 selektieren, klicken Sie die rechte Maustaste und gehen Sie auf Datenpunkt Referenz. In diesem Beispiel verwenden wir als Eingangsdatenpunkt die Systemzeit. Selektieren Sie den Ordner System und wählen Sie hier den Datenpunkt SystemTime. Die Systemzeit ist ein ganzzahliger Wert, in dem alle Sekunden seit dem 01.01.1970 gezählt werden. Bestätigen Sie diese Auswahl mit dem OK-Button. Und selektieren Sie wieder das Mathematikobjekt in der Baumansicht. Geben Sie jetzt die gewünschte Formel für das Ergebnis Ihrer Berechnung ein. Zum Beispiel Systemzeit V1 modulo 10 mal 10 plus 5. Definieren Sie abschließend einen geeigneten Datenpunkt, auf den diese Berechnung geschrieben werden soll. Selektieren Sie Formel 1 in der Baumansicht. Klicken Sie die rechte Maustaste und gehen Sie auf Datenpunkt Referenz. Verwenden Sie den vorher definierten Ausgangsdatenpunkt Zahlenwert Write. Bestätigen Sie diese Zuordnung mit dem OK-Button. Schreiben Sie abschließend das Demo-Projekt auf Ihr Gerät und überprüfen Sie die Funktion des Mathematikobjekts.